Herr Präsident, ich hoffe, die Farbe stört Sie nicht. Die rote Lampe zeigt, Sie liegen in Führung. Dazu beglückwünsche ich Sie. Diese Anspielung ist zweideutig. Ja? Kriege ich da sofort einen Verweis von Ihnen? Nein, nur eine Verwarnung. Und jetzt sind wir alle gespannt auf die Wette, die Sie sich ausgesucht haben. Sie sind Pate einer Wette mit ein paar Jungs. Ich wette, dass 6 Schüler aus Gernsbach 11.111 Streichhölzer so aufgebaut haben, dass sie bei einmaligen Anzünden alle in einer Kettenreaktion hintereinander abbrennen werden. Lassen Sie mich dazu 2 persönliche Sätze sagen. Die Kinder erleben heute im Physikunterricht, im Chemieunterricht viele wundersame Dinge. Ich erinnere mich bei dieser Kettenreaktion an die unvergessliche Wette in meiner Sendung mit den Dominosteinen. Auch das ist eine Kettenreaktion. Wir sind ganz froh, dass es jetzt schon 21.05 Uhr ist, wenn die ganz Kleinen uns nicht zugucken, damit die nicht auf den Gedanken kommen, sowas könnte man zu Hause nachspielen. Sowas darf man nur machen, wenn da die Feuerwehr dabei ist, wenn man aufpasst, also zu Hause, Hände weg von den Streichhölzern. Und jetzt möchte ich Ihnen die Jungs aus Gernsbach gerne vorstellen. Hier kommt, na, das ist schon fast die halbe Schulklasse. Ich stelle mich mal zwischen euch beide hier. Das ist der Clemens, ja, der uns extra gesagt hat, stellen Sie mich nicht so besonders heraus, sonst das sind meine Freunde und ich möchte hier nicht der Topstar sein der Wette. Ihr habt eigentlich eine richtig zündende Idee gehabt und ich möchte unseren Zuschauern zu Hause dazu noch etwas erklären. Eins dieser Streichhölzer wird angezündet und die Wette gilt nur als gewonnen, wenn am Ende dieser Kettenreaktion alle Streichhölzer abgebrannt sind. Und ich wünsche mir sehr, dass da nicht noch so ein paar rote rumliegen. Ich ja? Okay. Also Ted zu Hause, ich habe Ihnen den Aufbau gezeigt, die Wette ist erklärt. Bitte geben Sie mir jetzt Ihren Tipp. Und Herr Präsident, darf ich Sie von hier aus fragen, was werden Sie tun, wenn Sie diese Wette verlieren? Ich habe 9 Jahre bei der Post gedient und ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern und weiß auch noch, wie einiges so nach den Dienstvorschriften vor sich geht. Deshalb verpflichte ich mich, in einem Postzustellbezirk in Offenburg die Briefe auszutragen und rechtzeitig und auch dem Adressaten gemäß zuzustellen. Liebe Offenburger, Sie haben mit Sicherheit einen netten Briefträger. Aber ich hoffe im Sinne meiner Freunde hier aus Gernsbach, dass es dazu nicht kommt. Ihr habt euch eine riesige Mühe gegeben. Hier liegen 11.111 Streichhölzer. Und ich bin gespannt, ob das funktioniert. Jetzt warten wir alle natürlich auf den Ted. Ted zu Hause ist vorsichtig geworden. Da kommt er schon. Wie tippen unsere Zuschauer? Ah, das ist ja nicht zu fassen. 91% aller Zuschauer sind der Meinung, ja, das schafft ihr. Das ist ein gutes Omen für euch. Und meine lieben Gäste, bitte geben Sie mir jetzt Ihren Tipp. Frieda, drücken Sie bitte auch auf Ja oder Nein. Herr Präsident, drücken Sie überlegt. Sie liegen in Führung. Es kann sich schnell ändern bei uns. So, jetzt bitte den Tipp. Ja, ja, nein. Reinhold Messner glaubt nicht daran. Nastassja sagt Ja und Frieda sagt ebenfalls Ja. So, dann möchte ich jetzt aber erstmal die Feuerwehr zu mir bitten. Meine Herren von der Feuerwehr, ich begrüße Sie. Freue mich. Ihr seid von der Freiwilligen Feuerwehr aus Offenburg, ja? Gut. Lassen Sie mich ein nettes Wort über die Feuerwehrleute auf der ganzen Welt sagen. Das ist ein Beruf für die einen, ein Freizeitspaß für die anderen, gefährlich allemal. Auch wenn man sehr schnell sagt, das sind die Feuerwehrfeste, das Lustige, was die Gemeinschaft verbindet, seid ihr sehr oft da, wenn man euch braucht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie nie einen Einsatz haben und wenn Sie einen haben, dass Sie immer zu einem guten Ende kommen. Und ich bedanke mich, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir möchten hier Folgendes sagen, gleich geht die Wette los. Sie stehen hier
damit die Kinder keine Dummheiten machen, sozusagen als das, die kleine Warnung, wenn ich so an Wilhelm Busch denke und die zündenden Geschichten. Eigentlich brauchen wir sie heute Abend hier nicht, denn es kann nichts passieren, das darf ich zur Beruhigung des Publikums hier selbstverständlich sagen. Clemens, wer von euch feuert los bei dieser zündenden Idee? Wie lange wird es etwa dauern, damit wir uns darauf einstellen können? 5, 6 Minuten maximal. Clemens, für eure Klasse, eure Idee drücke ich die Daumen. Dreh dich mal um, guck mal, wer da kniet und ganz große Augen macht. Nastassja Kinski, das hast du nicht alle Tage. Top, die Wette gilt. Jetzt machen wir das Licht dazu ein bisschen aus, damit man es besser sehen kann. Bis jetzt auf jeden Fall hat Offenburg noch einen neuen Briefträger. Silvester in Offenburg. Da gibt es jetzt noch eine kritische Ecke, Freunde. Ich will euch aber gern die Daumen drücken. Aha. Es klappt. Ja, das war's. Herr Präsident, helfen Sie mir als Schiedsrichter. Sie haben sich die Wette ausgesucht. Hier ist es so wahnsinnig heiß auf einmal, dass man also nicht oft genug sagen kann, sowas darf man dann unter Aufsicht der Feuerwehr hier im Fernsehstudio tun, aber zu Hause bitte die Finger davon lassen. Dann darf ich auch an meine Enkelsöhne Martin und Thomas ein Wort richten. Gerne. Wenn Sie es direkt machen möchten in die Kamera, sehen Sie die besser. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Gell? Also der Opa hat gesprochen. Ja. So, ich schaue hier drüber. Es ist kein Rotes mehr da. Ich gratuliere euch. Ihr habt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und wir haben euch, kommt doch her, kommt doch zu mir her. Wir haben für euch folgenden Preis ausgedacht. Da drüben hat mir einer ein Stichwort gezeigt. Ihr ladet die ganze Klasse ein zu einer riesen Klassenfete. Wir übernehmen die Kosten. Und die Lehrer, die sperrt ein anderes Zimmer, die dürfen dort eine Feuerzangenbowle machen. Einverstanden? Also, vielen Dank für die nette Idee und kommt gut nach Hause. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Jetzt sind 6 aber froh. Die hatten so einen Bammel, dass das nicht funktioniert. Die wären womöglich ausgelacht worden in der Schule. Wie sieht der Punktestand aus? 9 Punkte gab es dazu für 3 Kandidaten. Reinhold ist immer noch mit 0 Punkten dabei.